Sättel sind auch ab einer gewissen Stufe jetzt günstiger mit dem Pass. Ja. Also schon mal. Ah, mit dir drauf ist es auch langsamer, das Pferd. Mein Pferd kriegt mich gar nicht mehr. Ja, weiß nicht, wie hinterherkommen will. Ich höre da dein Getrappel. Ja, angekommen. Diesmal nehmen wir noch keinen Scheißbogen mit, ey. Ich wollte gerade sagen, ich würde es diesmal nochmal mit Bogen versuchen. Nimmst du diesmal den Bogen mit? Ich glaube, das geht fast gar nicht. Das geht nur, wenn man es wahrscheinlich zu zweit macht. Guck mal, hier sind zwei nebeneinander. Will ich gleichzeitig schießen mit dem Bogen, dann geht's nicht. Muss mal kurz meine Waffe flehen. Ach nee, muss ich nicht. Soll ich jetzt wirklich? Ich würde es nochmal mit dem Bogen versuchen. Die beiden hier, die am Wagen sind, werden jetzt aufgehen, die Flinte zu polieren. Pass auf, da kommt einer auf uns zu. Bisschen hier Deckung gehen. Der muss erstmal abhauen. Er hat auch einer wild durch die Kante. Okay, lass versuchen. Die beiden hier geradezu sind. Oh Gott, ich bin runtergefallen. Bin da oben. Der kommt wieder zurück, oder? Nee. Okay, ich nehme den hinteren, du den vorderen. Also ich nehme den stehenden und du den gebückten. Welchen meinst du da? Die geradezu. Da sind zwei. Einer, der bückt sich und einer steht. Ich nehme den stehenden. Oh ne, der andere kommt wirklich zurück. Der wirklich? Warte, ich muss kurz abhauen. Ich muss kurz abhauen, bevor der schießt. Total unauffällig. Hey, you don't belong here. Zwei Mann, die mit dem Pfeil und Bogen hier rumrennen. Okay, jetzt müssen wir schießen. Bist du bereit? Neben dir. Auch am Aim? Warte, ich muss noch ein bisschen nach rechts. Jetzt. 3, 2, 1, release. Jetzt den an. Ne. Schlecht geplant von mir. Das wäre erstmal die alte? Oder machen sie schon was mit? Geht sie gar nicht. Die haut schon ab. Gibt's gar nicht. Wie flinke Füße? Hinterher, hinterher mit ihr. Wie flinke Füße kann man haben? Ich sehe sie rennen. Dann weiß er gleich. Knippst du die anderen Typen aus? Ich hol mir die schon. Und dann zurück. Ja, alle erledigt. Wenn das Pferd mal irgendwie Bock hätte zu kommen. Bogen wohlgemerkt. So schlimm ist der nicht. Mein Pferd hat keine Lust. Ist die Alte jetzt weggespawnt? Nein, sie muss noch verfügbar sein. Ah ne, die ist nur nach links gerannt. Mach mal einen Marker drauf. Ungefähr hast. Ich sehe sie ja natürlich nicht mehr. Die ist jetzt nur in deiner Nähe noch angezeigt. Schade, dass es nicht so einfach möglich ist. Schön. Ja, dafür, dass das so eine krassen Bösewichter sind. Sie ganz das war jetzt nicht nur 8:15. Hey Jolly, schön, dass du dich auch mal bewegst. Cool. Und du weißt ja, warum die großen Bösewichter immer am Ende erwischt werden eines Filmes. Weil sie immer wegrennen. Ja. Ah, nicht so. Shit. Ja, die machen es ein bisschen cooler. Deswegen sind sie ja auch keine legendären Jagden. Das war wahr. Deswegen haben die Hasenfüße. Gibt's wieder schön. $3. Unser Nacken. Get these damn ropes off of me! Aber ein loses Mundwerk, Katze. Zuschlagen. Wenn
ist auch schon krass, dass man Pferde, also Verbundenheit bekommt, wenn man das Pferd anleiht. Bounty, is it? Looks like you've done a fine job there. Oh, $12. Done deal. Krieg ich wieder 8 wahrscheinlich. Wie sollst du denn weniger kriegen? Ich weiß nicht, ob das... Wobei, ich habe wahrscheinlich gerade die weil ich die Gegner erschossen habe. $11 und 8 Cent. Ah, du hast sie weggebracht. Du hast 12 gekriegt, ich habe 11. Ja, aber ich habe fast jeden erschossen. Ja, gut. Oh. Also ich denke mal, dass es dann daran liegt. Gut, das wird für heute wahrscheinlich wieder... Aber wenn die nochmal so kurz ist, kann man noch eine machen. Nee, klar sind die so kurz. Aber wir können hier nochmal eine Doppeljagd. Da gibt es mehr. Zwei drin sind. Das sind wirklich die Reitminuten hier. Ja gut, aber das gehört ja irgendwie bis zum mit zum Spiel dazu. Ja, nee, sag GTA muss auch lange fahren. Wobei das Autofahren ein bisschen entspannter war als das Reiten, muss ich tatsächlich sagen. Oder wenn du ein Flugzeug hattest und dann mit dem Flugzeug durch bist, das war cool. Ein Hubschrauber. Ja. Geht ja dann ein bisschen schneller, ja, in der Tat. Ja, wenn hier später so ein Gleitfahrzeug oder so wäre. Ich weiß ja nicht, wann das hier spielt. Das Ende der Wildwest-Ära. Wann war das? 1870 vielleicht? So grob geschätzt. Wann haben die Brüder Wright das erste Mal ihren Testflug gemacht? Keine Ahnung, könnte der Marius bestimmt sagen. Marius könnte das mit Sicherheit sagen, aber jetzt sind leider nur wir beide da. Ja. Ich weiß nicht. Naja, wir haben auch keinen richtigen Schulabschluss, also. Müssen wir jetzt damit leben. Ja. Nicht wissen, ob sie hier noch ein Flugzeug einbauen oder nicht. 1902 schreibt sie mir gerade. Sie ist ja wenigstens einer, der intelligent ist hier. Hat er jetzt nicht gesagt, danke Simi. Ich denke mal schon, dass das heißt. Ja, das sind Dinge, die man wissen könnte. Wenn man sicherlich auch mal gewusst hat. Für irgendeine Klausur oder Kurzkontrolle in der Schule. Ich bitte dich, im Technikmuseum warst du hoffentlich mal. In der Nähe? Nee. Na, schade. Natürlich. Da kann ich dir Geschichten erzählen, da habe ich Josi und Leo kennengelernt. Da hast du sie kennengelernt? Quatsch. Ich wusste nicht, ich hatte sie vorher nicht getroffen. Ja, wirklich. Ein Puma. Ein Pferd läuft mich ab. Den Schrotflippi ihn weg. Und der Puma beißt mir in den Hals. Und das war's. Dankeschön. Das spawnt bei mir. Ich konnte nicht mal ansatzweise was tun. Und ich wenn sie dich abwerfen, ist es wirklich vorbei. Kannst du dir auch direkt Self-Kill drücken. Kannst du? Nee, könntest du eigentlich, wenn es gehen würde. Kann sagen. Ich muss sagen, der Bogen ist immer noch mein Lieblings-Kill-Werkzeug. Selbst wenn die Gegner ihn entdeckt haben. Da war er doch gerade schon wieder. So, und ich hoffe, sie läuft dir jetzt in die Arme. Ich weiß, dass ich die Mission getriggert habe, obwohl ich noch ein ganzes Stück weg bin. Es reicht, wenn man in der Nähe ist. Oh, dieser Hang ist natürlich wieder zu steil. Na, leck mich doch. Oh, ich muss auch die Konserven essen. Na, dann ziehen wir uns mal hier. Alter, muss ich hier rumreiten? Weil er hier 2 Meter Hang nicht hochkommt, oder was? Ey, was ist denn mit? Reicht's gleich, Alter. Was du tust, tu es schneller. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich darf hier nicht mal rumreiten. Das ist, glaube ich, eine Soft-Level-Grenze. Ich weiß es nicht. Ja, das ist eine Soft-Level-Grenze. Okay, ich alarmiere die Zielperson noch nicht. Ich sehe sie komischerweise auf der Karte jetzt auch nicht. Obwohl ich recht nah bin. Zielperson ist angekommen. Du bist. Ja, du bist so gut wie da.
schleiche ich mal langsam ran. Bist du ja schon. Ja, du siehst mich vorne. Ich hab gerade dein Pferd gesehen. Ja. Gut, ich gebe den ersten Schuss ab. Oder? Moment, warten. Ich bin jetzt bei dir. Okay. Ja, das, was du da siehst, ich schieße einen an der Eingangsgrenze ab. Könnte sneaky sein noch? Ach, heilige Mutter Gottes, das kann doch nicht sein. Ich glaube, das geht gar nicht. Okay, jetzt ganz vorsichtig sein. Zielperson ist. Ja, wie sieht die aus? Ganz vorne gewesen. Zwei. Wenn sie weg sind, Pferd töten. Die ist genau hinter der Ecke, ja. Sehr gut. Komm her. Oh oh. Ja. Okay. Ist ja alles schon umgelegt? Versuch mal die andere zu kriegen, wusste ich. Ja, ich bin unterwegs. Ich hab ihn denn ausgenockt. Ich hab keine Ahnung, wo die andere Zielperson ist. Die pulsieren manchmal auf der Karte auf. Weit kann es dann nicht sein. Was sagst du? Ah, ich hab sie. Ja, du bist auf der richtigen Fährte, glaube ich, ja. Ich hab sie, ich sehe sie. Ist zu Fuß unterwegs. Dolly Jumper, jetzt beweg dich mal. Zum Glück habe ich jetzt nicht tot getrampelt. Ich habe meinen auch gerade bewusstlos getreten. Das war ein bisschen krass gerade. Also ich zieh das Seil nicht ein, ich gehe einfach nur ran und fessel sie dann. So, und wenn du Maustaste gedrückt hältst, dann rollt er das Lasso ein. Wenn es zu lasch ist, dann machen die sich wieder loser. No. So, also. 1902 haben die Gebrüder Wright einen Leitflieger gebaut. Roter Flug war dann 1903. Wollte da jemand immer schon mal zu Wer wird Millionär? Wenn nicht, mal drüber nachdenken. Könnte was kommen, war angeblich um die Jahrhundertwende ein regelrechter Boom von Erfindern, die um den ersten Motorflug gekämpft haben. Bist du schon da? Nee. Ich wurde die ganze Zeit angegriffen, während du gemütlich looterst, mein Herr. Gibst du Dead Eye? Nein. Und? Ja, hab ich auch genauso gemacht. Loote die Scheiße, ich hab auch genug andere Gegner gelootet heute. Ja, ist gut, ich bin fertig. Gab's ein paar schöne Sachen? Ich hab wieder ein Wundertonikum oder was gefunden. Na, aber keine Karten oder so ein Spaß. Ja, doch. Also meine ich. Ein Sammelding. Müsstest du nicht langsam die dritte Karte schon kaufen können? Ziemlich sicher sogar. Müsstest du für $50 dir eine dritte Karte kaufen können? Wenn ich $50 hätte? Brauche ich aber nicht wirklich. Die dritte Karte, die sind so voll stark, die Karten. Die musst du dir unbedingt holen, vor allem anderen. Erstmal muss ich die alte finden. Dann kann ich mir die Karte kaufen. Die alte finden? Du hast die alte verloren? Was? Nein. Yes. Ich meine die Madame Lazar oder wie die heißt. Kann ich dir sagen, wo sie ist, wenn du es noch verkaufen willst heute. Das schon. Mein Gott, in welchem Scheißhaus bin ich denn hier schon wieder gelandet? Ey, ist gut. Oh. Den Kilometer Umweg, weil ich durch eine Schlucht rein muss, oder was? Überall ist unterwegs. Ja, na, ist das so. Achso, stimmt. Er hat jahrelang in einem Flugzeugmuseum gearbeitet, daher weiß. Wie gut ist er wie das? Das sind nicht deine Familiengeschichten, Junge. Einmal einen entspannten Umweg geritten, weil ich diesen scheiß Canyon geritten bin. Canyon ist doch schön, ich würde gerne den Grand Canyon mal sehen.
Meine hat gar nicht gemuckt, weil ich den Typen bewusstlos getreten habe. Mandana Saar kann ich dir auf der Karte markieren. Momento. Ah, ich würde am besten sammeln, oder? Komplettes Set sammeln. Ja, aber... Da musst du schon gezielt suchen. Oh, die ist auf der Karte schon markiert. Die haben sie jetzt immer auf der Karte markiert. Da ist sie. Komm nicht aus dem Gefängnis, weil hier ein Typ steht. Die ist quasi an meinem Lagerplatz. Das würde ich dir vielleicht nochmal, wenn hier ein... Ja, guck mal, hier ist eine Schnellreise. Wir nehmen die Schnellreise zum Lagerplatz und dann ist Madame Nazar da. Okay. Mach's lieber jetzt, wo ich das letzte Mal verkauft habe, war sie ein bisschen, ich nenne es mal verbuggt. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, alle meine Gegenstände zu verkaufen. Okay. So, wo muss ich denn jetzt hin? Da, zum Lager. Mhm. 8 fucking Dollar. Jesus Christ. Hast du keinen Gutschein? Nee, wenn der würde dir angezeigt werden. Ja, gut. Ich jetzt Steuerung drücken müssen, war jetzt zu spät natürlich. Du hast den Gutschein wahrscheinlich nicht angenommen. Naja, gut. Ich habe den Gutschein wahrscheinlich nicht genommen. Ja. Ja, du musst wahrscheinlich bei Vorteile, also Escape-Vorteile, dann musst du dir den Gutschein wahrscheinlich... Muss man den explizit nochmal anklicken oder was? Weiß ich nicht. Nee, sehe ich gerade nicht, dass du es explizit machen musst bei sowas wie Goldbarren oder so. Ich habe gerade 5 Goldbarren bekommen. Upp, jetzt habe ich sie eingelöst, jetzt habe ich 5 Goldbarren drin wieder. Also doch, lol. Okay. Aber nur bei Goldbarren, den Rest, den kriegst du so angezeigt. 3000 Club-EP so. Im Wieland Rosenclub. So, und Madame Nazar ist... Dann habe ich hier noch gratis Schatzkarte. Das kann ich dir auch nur ans Herz legen, aber nicht heute. Naja, die bekomme ich ja dann zugeschickt, ne? Einfach nur. Ja, die kannst du auch abholen. Wobei, ich muss gar nicht zu Madame Nazar, ich habe sie dir aber markiert. Wenn du vorhast, das gesamte Set zu sammeln, das kostet sehr viel Zeit, dann mach's. Ich kann mir mein Gesicht waschen. An der Tonne hier. Das sieht manchmal so schmutzig aus. Schön mit den Lederhandschuhen rein. Da habe ich jetzt alles eingesammelt, was ich kostenlos einsammeln konnte, ja. Direkt mal auf Rang 9 aufgestiegen. Bald gibt es ein Luxuslager. Vorher, wenn ich 500 Dollar habe, dann ist der Kern immer viel schneller aufgefüllt. Ah, der Subtopf ist schon das Beste. Und ab 65 haben wir... Das ist doof, man kann ja sowieso mal zum Lager reisen. Und jetzt haben sie das so geändert, dass du mit der Schnellreise auch jetzt zu deinem Lager hinreisen kannst. Deswegen bringt es gar nichts, denn fast 1000 Dollar für den Schnellreisepunkt auszugeben später. Okay. Ich bin eine Mundharmonika bekommen. Ja, kannst du dich mit ans Lagerfeuer setzen. In das Lagerfeuerlied. Kannst du mal kurz, um deine Verbundenheit zum Pferd zu steigern, dir für 3 Dollar, wenn du die übrig hast, eine Bürste holen. Ja, die Augenklappe habe ich auch. Hast du ja gesehen. Ja. Jetzt. Achso, dann nimm den Hut ab, ne? So, kannst du, wenn du möchtest. Ja, brauche ich nicht. Ja, vorher schon. So, und du hast mir Madame Lazar markiert. Ist markiert. Müsste aber auch unabhängig davon auf der Karte sein. Ja, wird auch mir auch angezeigt. Weil du es markiert hast oder vorher schon? Müsste vorher schon. Wir sind nicht dran vorbeigekommen, meines Erachtens. Heißt, sie haben es geändert, dass jetzt immer angezeigt wird, was auch fair ist irgendwie. Ja. Weil sonst war man jetzt schon fast... ich habe immer auf Twitter geguckt, es gibt einen Twitter-Account von Madame Lazar. inoffiziellen, wo sie ist. Ich bin jetzt hier und hier, ich bin jetzt da und da. Ja, genau so. Oh, ein Weißwitterisch, wo ist er hin? Level 3, ist weg. Weil ich meine Waffe ziehen musste. Toll. Es
gibt auch, aber ich weiß nicht, wie man die bekommt, Pfeile für die Wildjagd. Für Kleintierjagd. Machst du weniger Schaden. Okay. Weniger Schaden heißt automatisch dann weniger Punktabzug. Du kannst die Tiere im Übrigen, wenn du dich anschleichst, auch gucken sie zu dir hin, beziehungsweise bewegen den Kopf. Ja, das ist ja eh das Beste, wenn man sie so erwischt. Hä, wenn sie den Kopf bewegen, könntest du ja dann den Pfeil richtig reinbrettern. Ja, ich könnte dich theoretisch, wenn ich meine Schwarzbrennerei hier dich ranbeamen. Er steht hier mit Truppe suchen. Die Möglichkeit. Richtig schön assi, die Leute einladen. In die Trupps und dann einfach immer in die Brennerei beamen. Egal, wo sie gerade sind. Wow, es ist schlecht. Ich kriege hier gerade $37 für meinen Schwarzgebrannten. Aber gut, kann ich ja nichts machen. So, was haben wir nicht? Immer die Mission an. Wow, ich glaube, du bist nicht mit reingeschmissen, weil ich dich nicht mitgenommen habe. Wow, das bringt ja richtig Geld hier. Ja. Aha, yes. It is worth seeking this out. Übrigens geht es schneller, wenn du mit Leertaste einfach durchhämmerst und verkaufst, statt alles mit Leertaste zu verkaufen. Ging nicht, weil unten steht doch immer, Transaktion wird bearbeitet, oder? Nö. Das hat ungefähr fünf, na doch, ganz kurz, sehe ich in deinem Stream, gut, da wo du drauf bist. Das kann gut sein, ja. Und das hat ungefähr 15 bis 20 Sekunden pro Item gedauert. Okay. Da haben wir 159 Dollar gemacht. Das lohnt sich. Das lohnt sich ordentlich. Und hast eine Handelsauszeichnung. Die kannst du dir beim... Ja, ich kann die Handelsmission alleine machen. Also es gibt kein Geld dafür, es ist einfach nur den Schwarzgebrannten wegschmeißen. Also auch zum Käufer bringen. Du kaufst dir immer schön die Landkarten, ne? Nicht mehr, ich hab's am Anfang gemacht, aber es ist mir zu teuer geworden. Das Sammeln ist halt noch halt so eine verbackte Sache, wo ich mir dann denke, scheiß drauf, mache ich nicht. Warum kosten die ganzen Kleidung Gold? Weil die besonders schön sind. Du kannst zum ganz normalen Kleidungsgeschäft gehen und die Sachen, die du... Das ja, habe ich schon gesehen. Top. Das, was keiner will. Der Stuart-Zylinder ist auch nicht so schlecht. Kostet nur 250 Latten. Naja, das Wichtigste ist doch am Ende, dass du so viel Gold hast, dass du erst in die Bufe holen kannst. Danach kannst du damit rumwerfen. Und du darfst nicht... Ich habe eine Mission bekommen. Achso, der hat dich also doch mit reingenommen. Oh, siehst du, ist doch schön, dann kriegst du auch Geld dafür vielleicht. Also, es sind nur $37 und ich glaube nicht, dass dass das hier geteilt wird, aber ist ja ein Versuch wert. Ist auch schon fertig, die Mission. Achso. Das ist wirklich nur 200 Meter so eine Schwarzfuhre fahren. Eine Flasche ist kaputt gegangen, oder was? Ja, ich wurde beschossen. Ach doch, hast $5 bekommen für die Mission. Outstanding. Das ist krass. Es ging ja tatsächlich gerade nur um die XP. Das ist. Eigentlich 400 XP für einen Schwarzbrenner ist okay. Ja, ich bekomme gab schon wieder die nächste Clubbelohnung. Ich bin. Was ist das denn hier? Hangover? Ist das für mir? Das Stream? Ja. Müsste man ein bisschen reininterpretieren. Ich sehe nur das Over. New Hanover. New Hanover. Hier in diesem Abschnitt? Ja, das ist einer der vier großen Landteile in New Hanover. Hanover, wie auch immer. Hangover wäre ein bisschen krass gewesen, so ein Goodie, aber wäre cool. Wer weiß, wie viele Goodies hier noch versteckt sind, die keiner bisher entdeckt hat.
mal so zur Zusammenstellung gelesen, wo teilweise nach 20 Jahren die Leute es noch nicht entdeckt hatten und die Developer dann, weil sie in Rente gegangen sind, gesagt haben, hey, hier war übrigens noch was. Nice. Also wirklich bei so einem ganz klassischen Perlen teilweise auch dann 30 Jahre später, also was wie Donkey Kong oder so, einer der Teile. Ich sehe, du hast ja schon gegönnt hier. Ich habe mir nur das Pferd gegönnt. Und was tatsächlich, dachte ich, besser ist. Das ist nicht wirklich anders als mein anderes Pferd. Naja, nee, und die vorne die Maske. Achso, Battle Pass und so, ne? Hier. Die gibt's kostenlos, die Maske. Wenn du einen Battle Pass hast, sogar ziemlich am Anfang. Oh, jetzt hab ich den so durchlöchert, jetzt ist er halt gefährt. Scheiß Fuchs. Und jetzt ist er sogar jetzt weggebracht. Hab ihn. Okay, dann schmeißen wir die 35 Cent noch dazu. Ja. Kleinvieh macht auch Mist, in dem Fall ist ein Bastel oder so, das Kleinvieh. Kann ich ihn hier... Ach, ich kann ihn gar nicht mehr hier drauf. Der hat sich gerade gegönnt, $8. Und Crips macht jetzt 2,5-fache draus, also $20 für den. Läuft. Ich wusste gar nicht, dass man den Rotfuchs gar nicht mehr mit an die Seite packen. Und ich dachte, man kann ihn irgendwie an die Seite packen. Nee, den schmeißt du hinten rüber. Den ist einer wenigen, die hinten rüber schmeißt. Das zählt schon als etwas größerer. Kann man den hier nicht mehr hinterher schleifen? Doch, klar. Dafür erst absteigen, oder? Nee, du gehst aufs Pferd, schmeißt das Lasso rüber und dann... Das hast du mir ja sogar erklärt. Ja, aber das ist schon eine Weile her und... Also ich hab's bei größeren Tieren ein paar Mal gerade gemacht. Und eigentlich gehen nur größere Tiere hinten übers Pferd zu schmeißen. Naja, das ist ja der... Ja, eigentlich müsste es ein größeres Tier sein, weil er hinten rübergelegt wird. Boah, das ist gerade so ein Mittelding und das ist einfach nur buggy und du traust dich. Effekt. Klappt nicht. Ja, was soll ich sagen, Manu? Es geht nicht. Das ist doch egal, du. Das sind wirklich 35, maximal 70 Cent. Also scheiß auf den. Kann ihn treten, ja. Hm, blöd. Dann häute ich ihn einfach, dann haben wir wenigstens noch ein bisschen was davon. Ach, du bist der Boss, du sagst ja, was wir machen. Entweder hast du $200 übrig und wir können deine Mission machen, wenn du willst. Ja, dafür musst du ja eine eigene Gruppe dann aufmachen, wir nennen sie einfach nochmal genauso. Nochmal die Deutenbrüder. Weil dann können wir beide halt, je nachdem, wie wir lustig sind, als Anführer das machen. Oder wir machen halt die Standardvariante. Gucken, dass wir dir ein bisschen Gold zusammenkriegen, dass du schnell deine Schwarzbrennerei kriegst.